Die verschiedenen Chondrite enthalten mehr oder weniger dieselben Komponenten, Chondren, Matrix, Opakphasen wie Metalle und Sulfide, kalzium-aluminiumreiche Einschlüsse und so weiter. Allerdings sehen die verschiedenen Chondrite durchaus unterschiedlich aus. Und hier möchte ich mal einen recht zügigen Durchlauf durch die verschiedenen Chondritgruppen geben und wie die aussehen. Anfangen werde ich mal mit den beiden Hauptkomponenten Chondron und Matrix, und zwar im Lichtmikroskop, einfach weil man das so auch nicht besonders häufig sieht. Hier sind jetzt also die einzelnen Chondren, wie sie eben im Lichtmikroskop aussehen, wenn man sie beispielsweise pickt. Also relativ groß, immer rund, teilweise hängt noch vielleicht ein bisschen Matrix dran. Die Matrix sieht dann wie folgt aus. Allerdings sind das jetzt nicht einzelne Matrixkörner, das sind nur einfach kleine Bruchstücke aus der Matrix, weil die Matrix selbst aus sehr, sehr winzigen kleinen Mineralen besteht, die kann man gar nicht mehr einzeln picken. Also wenn man separate macht, sollten die in etwa so aussehen. Noch ein letztes dreidimensionales Bild, diesmal von Ivuna, und das ist der wahrscheinlich dann doch wichtigste Meteorit, den wir haben. Es ist der Typmeteorit für die CI-Chondrite, und die CI-Chondrite haben die mehr oder weniger gleiche Zusammensetzung wie die solare Photosphäre, bis auf die volatilen Elemente. Jetzt sind die CI-Chondrite als kohlige Chondrite eine gewisse Ausnahme innerhalb der kohligen Chondrite. Nämlich enthalten sie praktisch keine der Komponenten aus den anderen Chondriten außer der Matrix. Eigentlich bestehen sie fast nur aus Matrix, zu vielleicht 99%. Ganz selten findet man vielleicht mal eine Chondre, ein Bruchstück von einer Chondre oder CRI. So sieht das Ganze dann aus, wenn man es hoch aufgelöst anschaut. Alles sehr feinkörnig, also hier unten ist die Skala, 10 Mikrometer, sehr klein. Es gibt diese Nester aus Magnetit, wahrscheinlich vielleicht Sekundäroxide, Sulfate, ansonsten ist alles Silikat, hauptsächlich eben auch Olivin, Pyroxen und so weiter. Dann schauen wir mal einen kohligen Chondrit an, den man vielleicht als so typisch bezeichnen würde, also vom Aussehen her, weil so auch die anderen aussehen. Und hier erkennen wir eben gleich die ganzen Chondren, also hier ist eine Chondre, da ist eine Chondre, da ist eine Chondre und so weiter. Und dazwischen natürlich die Matrix, hier dieses ganze feinkörnige Material. Dann als helles, das sind Elektronenmikroskopbilder, das helle ist immer Metall, das sind Z-Kontrastbilder, das heißt die Atomzahl. Eisen hat eine sehr viel höhere Atomzahl als Magnesium, Silizium, streut mehr Elektronen zurück, deshalb ist immer weiß. Wir können auch sehen, dass die Chondren immer wieder Strukturen haben, von so einem Kern und so einem Mantel drumherum, in dem vielleicht mehr Opakphasen drin sind. Da gibt es dann alle möglichen unterschiedlichen Dinge hier. Wir können uns auch diesen Meteorit mal mit einer Facemap angucken. Das bedeutet, dass die unterschiedlichen Minerale unterschiedlich gefärbt sind. Und dann sehen wir beispielsweise, dass viele der Chondren eine Zonierung haben. Da gibt es im Kern oftmals Olivin, das rote ist Olivin, und darum gibt es dann einen Rand aus Pyroxen im Blau. Und das sehen wir wirklich sehr häufig, dass bei dieser Chondre, hier bei dieser Chondre hier so ein bisschen, bei dieser Chondre und so weiter. Fast alle Chondren haben diese Art von Zonierung. Und tatsächlich sind in kohligen Chondriten ungefähr 80% der Chondren so mineralogisch zoniert. Es gibt auch andere, wie hier, da findet man es jetzt beispielsweise nicht. Aber das ist eine, wie gesagt, eine Sache, die sehr häufig auftritt, und dass das meiste eigentlich hier porphyrische Chondren sind. Dann können wir uns Allende anschauen als Vergleich. Auch ein CV-Chondrit hat jetzt ein bisschen weniger Chondren. Gerade eben im Efremovka hier gab es sehr viele Chondren, vielleicht 60, 70 Volumenprozent der Restmatrix. Hier in Allende ist es deutlich weniger, da sind es vielleicht sowas wie 50-50, also das hier ist alles natürlich wieder Matrix. Hier sind Chondren überall, die man wirklich sehr schön hier sehen kann, auch wie das meiste porphyrische Chondren und so weiter. Und dazwischen eben die Matrix, und auch hier in Allende ist es dann meistens Sulfid, jetzt nicht ganz so viel, wie es in Efremovka aussah. Wir können auch hier ein Falschfarbenbild machen, das ist jetzt keine Facemap, sondern wirklich ein Falschfarbenbild, das ist auch ein Falschfarbenbild. Hier werden verschiedene Elemente durch Farben überlagert, und dann in Gelb und Weiß ist es Calcium und Aluminium. Dann kann man sehen, dass das hier jetzt alles CRIs sind, und die haben so eine unregelmäßigen Umriss, der daher kommt, dass das Material kondensiert ist und nicht, also das CRI und nicht aufgeschmolzen. Das ist auch ganz typisch, und die ganzen anderen hier sind dann eben die Chondren. Dann ist das jetzt mal CK-Meteorit. CV und CK bilden einen Clan. Also sie haben gewisse Ähnlichkeiten. Die Chondren sind gleich groß, chemisch sind sie ein bisschen ähnlich. Allerdings kann man
hier erkennen, dass man die Chondren fast kaum noch erkennt. Also hier gibt es eine Chondre, hier gibt es eine Chondre. Sind aber alle nicht leicht zu sehen. Das kommt daher, dass die CK-Chondrite etwas höheren, oftmals höheren pathologischen Typ haben, die einzigen unter den Koligen, in dem Fall 4. Das heißt, der wurde metamorph geprägt, das Gefüge beginnt zu rekristallisieren und die Chondren fangen dabei an, sich ihre eigene Struktur zu verlieren. Es gibt auch hier natürlich Metalle, aber schon deutlich weniger. Wie gesagt, es ist ein homogeneres Gefüge aufgrund dieser metamorphen Überprägung. Und hier in dem CK5, also noch etwas höher metamorph, sehen wir praktisch schon gar keine Chondre mehr. Wir können hingehen, können sagen, vielleicht ist das hier eine Chondre und so weiter, aber das ist mehr Vermutung, als dass man da wirklich tatsächlich was sagen könnte. Also vielleicht, so, wenn so Metall noch hier zu sehen, kann man sagen, vielleicht war mal hier irgendwo eine Chondre und die ging dann irgendwie. Aber das Gefüge ist fast vollständig rekristallisiert, inklusive der, auch der, der Metalle oder so. Ja, hier sieht man vielleicht auch noch so einen leichten Metallring, könnte eine Chondre oder sowas gewesen sein. In Murchison, das ist jetzt ein CM-Chondrit, der gehört zum neuen Clan, CMCO, sind die Chondren als ein Unterschiedsmerkmal sehr viel kleiner, vielleicht so 150 Mikrometer im Durchschnitt. Aber man kann hier auch viele Chondren sehen. Hier überall sieht man die Chondren und dazwischen dieses feinkörnigere ist dann wieder die Matrix. Und CMs sind oftmals so auch von Typ 2, das heißt, sie wurden sehr stark wässrig alteriert und dadurch ist die Matrix auch sehr hydratisiert, hat dann sehr viel Phyllosilikate, Serpentine und so weiter. Und wenn wir es ein bisschen rausvergrößern, was man dann sehen kann, sehr typisch für CMs ist, dass die immer so einen sehr dicken Staubmantel um die Chondren haben. Also hier so eine Chondre und dann liegt hier so ein Staubmantel, der eben auch hydratisiert ist, oftmals um diese Chondre herum, also auch hier auch und dann hier dieser Staubmantel um diese Chondre. Ganz typische Charakteristika eben in diesen CM-Chondriten. Und wie gesagt, durch die Hydratisierung, die wässrige Alteration, sind auch viele Chondren umgewandelt. Und dann hat man dieses sehr fasrige Gefüge, das aus diesen Phyllosilikaten herrührt. Hier dann CO-Chondrit, wie gesagt, CMCO-Clan. Auch hier sind die Chondren sehr klein, auch sowas im 150 Mikrometer-Bereich. Allerdings nicht so hydratisiert, das ist CO3. Man kann sehen, der ist voll mit Chondren. Also überall sehr kleine, in der Regel, es gibt auch große wie hier, aber alles voll mit Chondren in diesem CO und die Matrix ist hier fast gar nicht erkennbar. Ganz interessant bei dem speziellen Stück ist, dass hier oben auch noch Schmelzkruste dran ist. Also sieht Schmelzkruste aus, wenn man sie im Dünnschliff an einem Chondriten dran sieht. Dann gibt es einen weiteren Clan, das ist CR, CH, CB. Hier die CRs. Die CRs sind, da kann man Chondren extrem gut erkennen, sind auch wieder sehr viel größer als hier eine Chondre. Hier eine Chondre, natürlich hier oben eine Chondre. Die hat manchmal so konzentrische Ringe aus Metall. Insgesamt sind die CRs auch dadurch charakterisiert, dass sie sehr viel Metall haben, innerhalb der Chondre, außerhalb der Chondre, wie hier überall, also in der Matrix. Also haben sehr, sehr viel Metall, die CR-Chondrite. Aber man kann auch hier die Matrix dazwischen eigentlich doch wieder sehr gut erkennen, was gerade ja noch nicht mehr so ganz gut erkennbar war. Dann die CH-Chondrite, die sehen wirklich ganz anders aus nochmal als die bisherigen Koligen-Chondrite. Zum einen fällt natürlich sofort auf, dass sie wahnsinnig viel Metall haben. Also hier überall, das ganze weiße Material ist alles Metall. Also das Ding ist voll mit Metall. Deshalb auch CH, H steht für High Iron. Bei den anderen Koligen-Chondriten ist ja der zweite Buchstabe der Buchstabe für den Typ Meteorit. Die ganzen Chondren sind oftmals hier auch Bruchstücke, wie hier, das an der Stelle was abgebrochen. Das hier ist ganz klar ein Bruchstück, das hier ist auch klar ein Bruchstück, auch das ist klar ein Bruchstück. Das sind oftmals so kryptokristalline Chondren, während in den meisten anderen Chondriten die Hauptchondrenart porphyrisch sind, sind es hier hauptsächlich so kryptokristalline Chondren, es gibt so Skelettchondren. Also jetzt sehen wir wirklich anders aus und man glaubt, dass sie anders entstanden sind. Die Alter der Chondren sind auch anders. Sind vielleicht durch einen Impactplume, durch einen Impact auf einem CR-Chondrit entstanden. Deshalb auch vielleicht diese Verwandtschaft zu den CR-Chondriten. Auffällig, hier sind auch CAIs. Das hier ist ein CAI, der ist rund. Das ist wie eine CAI-Chondre. Und das ist auch tatsächlich, dass dieser CAI nochmal aufgeschmolzen wurde. Vielleicht während sich die anderen Chondren gebildet haben oder so. Also es ist wirklich eine ganz spezielle Art von Chondrit. Und das Gleiche lässt sich auch für die CBs sagen. Auch hier wahnsinnig viel Metall, noch mehr als in CHs, aber das H war schon vergeben. CBs kamen später. Also all das ganze weiße Material hier, alles Metall. Es gibt aber auch Chondren oder Chondren-Bruchstücke. Und dann gibt es auch noch Bruchstücke von anderen Meteoriten. Also das hier ist kein CB-Stück, das ist vielleicht ein Stück CR oder sonst irgendwas. Also das ist
was da als Projektion mit drin ist, als Lamp, als Fremdkörper, als Xenolith. Und Matrix kann man hier praktisch gar nicht mehr sehen. Also wenn man hier Matrix sieht, die nur ganz dünn zwischen den einzelnen Komponenten ist, dann ist sie oftmals sehr stark wässrig alteriert und man kann gar keine einzelnen Minerale da drin mehr erkennen. Das waren also die kohligen Chondrite und dann gehen wir jetzt mal zu den gewöhnlichen Chondriten. Da sieht man schon wieder sehr viel mehr Chondren und das ist auch eines der Merkmale von gewöhnlichen Chondriten, dass sie wahnsinnig viel Chondren haben. Ja, also wenn man hier reinschaut, alles voll mit Chondren. Eine neben der anderen. Und das hier ist ein H-Chondrit, da gibt es auch sehr viel Metall. Ja? Alles das hier ist Metall. Das H steht dafür High Iron und in diesen H-Chondriten kann man entsprechend auch wirklich sehr viel Metall finden. Dagegen ist sehr schwierig Matrix zu finden, weil die auch nur sehr selten vorkommt und nur ganz dünn zwischen den einzelnen Komponenten ist. CRIs haben die gewöhnlichen Chondrite fast keine. Das hier ist ein L-Chondrit. Auch ein Primitiv, also Typ 3. Und hier gibt es auch wieder sehr viele Chondren. Also eine Chondre hier neben der anderen. Teilweise ganz nah aneinander, sodass das hier nicht eine Chondre ist, sondern wahrscheinlich eine Compound-Chondre. Das heißt, die sind miteinander kollidiert, haben sich aneinander geschweißt. Ja, und hier sind Chondren, da ist eine Chondre und so weiter. Also man sieht auch hier, dass sie einfach voll sind mit Chondren. Diese gewöhnlichen Chondrite ist ein L, hat weniger Metall, aber auch hier, also weniger Eisen, aber auch hier ist dann noch sehr einiges an Metall erkennbar. Das ist dann wieder ein L 3.8, das ist schon so leicht anmetamorphisiert, aber auch hier kann man noch sehen, sehr viele Chondren und auch einiges Metall dazwischen. Das kann man natürlich auch bei gewöhnlichen Chondriten sich mal eine Facemap anschauen, die dann wie folgt aussieht. Und kann ja hier mal versuchen, nach diesen zonierten Chondren zu gucken, mit olivinem Kern und Pyroxen im Rand. Da findet man auch welche hier zum Beispiel, oder hier, die gibt es also schon. Man kann aber auch sehen, dass die deutlich seltener sind. Also hier zum Beispiel, das ist keine. Oder bei der ist wahrscheinlich auch keine. Und tatsächlich ist es auch ein Unterscheidungsmerkmal. Die gewöhnlichen Chondrite haben vielleicht nur, von denen gibt es nur, oder die Chondren da drin sind nur zur Hälfte zoniert. Im Gegensatz zu den kohligen, wo es die meisten waren. Dann kann man mal ein L5 angucken, also einen von sehr viel höheren petrologischen Typen. Und man erkennt keine Chondren. Also da ist das Gefüge durch die Metamorphose so weit überprägt worden, dass jegliche Chondren, die mal da drin waren, nicht mehr vorhanden sind. Dann sieht man im Grunde nur noch Olivinpyroxen, Feldspäte oder sonst irgendwas, natürlich auch noch ein bisschen Metall da drin. Und wenn man weitergeht und schaut sich noch ein L6 an, dann kann man eben noch weniger erkennen. Man könnte hingehen und sagen, ja, vielleicht hier war mal und so weiter, aber das ist natürlich alles nur rumvermuten, ohne dass man tatsächlich was sieht. Das ist alles vollständig rekristallisiert, es ist nur noch Feldspat, Olivin, Pyroxen mit dem Metall dazwischen, aber keine ursprüngliche Struktur mehr oder Komponent mehr erkennbar. Dann ein LL, also Low Iron, Low Metal, und man kann auch sehen, dass das hier zutrifft. Es gibt praktisch im Vergleich zu dem H-Chondrit am Anfang wirklich sehr wenig Metall. Dafür wieder, weil es ein relativ geringer petrologischer Typ ist, kann man deutlich überall Chondren erkennen oder Bruchstücke von Chondren. Also das wieder ganz typisch für die gewöhnlichen Chondrite, dass eben sehr viele Chondren drin sind und kaum Matrix. Und schließlich noch zu den Enzatet-Chondriten. Da sieht man als erstes mal wieder, man hat hier einiges an Chondren, die man hier sehr schön identifizieren kann. Es gibt auch wieder sehr viel Metall, ist auch ein EH. Das H steht auch hier für High Iron. Also sehen wir auch sehr viel Metall da drin. Und jetzt können wir uns auch mal hier wieder eine Facemap anschauen und sehen dann den Unterschied zu den anderen Chondriten, nämlich, dass die EHs, die haben ein sehr viel geringeres Magnesium-Silizium-Verhältnis, das heißt sehr viel mehr Silizium und dadurch sehr viel weniger Olivin. Und das Blaue ist hier Pyroxen, das heißt, die Chondren bestehen fast alle nur aus Pyroxen, das haben auch Enzatet-Chondrite. Wenn wir hier zum Beispiel nach zonierten Chondren suchen, dann gibt es hier vielleicht eine, dann würde man denken, vielleicht nicht so viel, stimmt aber gar nicht, ist vielleicht auch ungefähr halb so viel wie bei den gewöhnlich. Und bloß wenn man so eine Chondre hat, dann hat die einen sehr dicken Rand aus Pyroxen, sieht also vielleicht irgendwie so aus. Und wenn man dann hingeht und so eine Chondre schneidet, dann schneidet man die einmal hier und einmal hier und einmal hier und das sind jeweils, sieht man nur Pyroxen. Und erst wenn man hier schneidet, sieht man mal ein bisschen Olivin und dann sieht man wieder nur Pyroxen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb man hier immer nur Pyroxen sieht. Und so viel zu den Enzatet-Chondriten noch und insgesamt zu all den verschiedenen Chondrit-Typen hier.
Man sieht also, die Komponenten sind zwar immer irgendwie gleich, aber es gibt wirklich eine hohe Bandbreite an daran, wie diese Meteorite ausschauen. Einmal aufgrund des petrologischen Typs, also sekundär auf Mutterkörper, und zum anderen eben, was sie an Chondren zusammen und aufgesammelt haben. Das repräsentiert dann eher die unterschiedlichen Reservoire, aus denen sich diese Meteorite gebildet haben. So viel also zu, wie die unterschiedlichen Chondrite aussehen.